Hallo hey Leute, ich bin wieder zurück, kurz mal in Wien im Büro, wie ihr seht. Und herzlich willkommen zu einem Live-Chat, wo es durchaus etwas zum Feiern gibt oder zumindest eine Genugtuung, nämlich den Rücktritt vom Gott sei aus der Immobilienbranche der Frau Lompscher als Berliner Wohnbausenatorin. Herzlich willkommen dazu. Schreibt hinein, wo ihr kommt. Ich freue mich auf den heutigen Chat, um welche euch einiges erzählen über Deckel und politische Regulierung. Und um Mietenbremse und für die österreichischen Fans gibt es ja das Äquivalent des Mietrechtsgesetzes, als MRG im Vollanwendungsbereich, wo die Politik immer wieder glaubt, Angebot und Nachfrage außer Kraft setzen zu können und eben den Markt regulieren zu können, was nicht wirklich funktioniert. Beste Grüße nach Gemmersheim, nach Passau, nach Saar Saarland, da will ich nicht Immobilien kaufen, nach Köln, nach Frankreich, nach Pristina ostwestfalen westfalen lippe Esslingen am Neckar, das ist bei Stuttgart, aus Wien sind auch welche da und aus Frankfurt auch, auch aus Villach, aus Zürich, aus Peiting, aus Klagenfurt, da war ich ja erst, beziehungsweise in, Feldern, in Rotenburg an der Tauber, in Offenbach habe ich ein schönes Haus und zig Wohnungen, in Graz habe ich gerade was gekauft, in Erlangen, ist auch eine gute Gegend, Baden-Baden ebenso, Stuttgart habe ich auch was gekauft. Beste Grüße nach Darmstadt, da würde ich gern was kaufen, in Mannheim ebenso. Bad Reichenhall, beste Grüße zurück. Nach Basel, nach Eichgraben, nach Dubai. Nach Ulm. In Dubai ist ziemlich heiß jetzt. Ein Spital an der Drau. Grüße an die Wirtschaftsjunioren in Karlsruhe. Ich freue mich, wenn ich wieder mal in Karlsruhe komme. Nach Nürnberg. das Gras, also ich rauche kein Gras, wenn höchstens, dass mir die Immobilien ausgehen, das könnte man eher sagen. Auf Gras wird mir schlecht. Nizza-Dienstreise ist schön, weil jetzt im Sommer auf jeden Fall an alle herzlich willkommen, auch nach München und nach Heidelberg und nach Dresden und nach Reykjavik. Und äh, was passiert ist, ist ja, dass die Frau Lompscher, die Berliner Innen Wohnbausenatorin, zurückgetreten ist, weil sie eben gewisse Zuwendungen, äh, die sie durch ihre Aufsichtsrats- oder Beiratspositionen in städtischen Berliner Betrieben bekommen hat, nicht ordnungsgemäß verrechnet oder versteuert hat. Sie hat zwar das Geld schon zurückerstattet, aber das war der Grund, wieso sie zurückgetreten ist. Was natürlich für fast alle Leute aus der Immobilienbranche sicherlich zumindest eine persönliche Genugtuung ist, weil die Frau Lompscher war ja federführend, war nicht bei weitem nicht die einzige. Die eben federführend dabei war, in Berlin den bösen Mietendeckel einzuführen. Weil im Gegensatz, es gibt in Deutschland bereits in äh, Regionen mit angespannten Wohnungsmärkten, beispielsweise Frankfurt oder München oder Karlsruhe, eigentlich allen größeren Städten, eine sogenannte Mietenbremse. Das bedeutet, dass du bei Neuvermietungen in der Regel nicht mehr als 10% über dem lokalen Mietpreisspiegel vermieten darfst, aber viele Ausnahmen gibt es dafür, beispielsweise wenn die Vormiete schon höher war. Dann gilt diese Mieten, Mietenbremse nicht. Also, und auch die Strafe, es gibt keine Strafen, der Prozess überhaupt mal den Mietenspiegel äh, oder eine marktgerechte Miete festzustellen. Das ist auch nicht immer ganz einfach. Da gab es auch verschiedene äh, Challenges, also Herausforderungen vor Gericht. Das heißt, vielmal, oftmals wurde eben äh, die Mietenbremse auch vor Gericht äh, gekippt, weil eben. Die Berechnungsbasis des Mitspiegels der jeweiligen Städte nicht wissenschaftlichen Standards gehalten hat. Jeder Stadt hat einen anderen Mitspiegel, manche haben gar keine. Wenn es gar keinen gibt, musste man entsprechende Gutachten über Vergleichsmieten einholen. Auch das war natürlich sehr subjektiv oft. Und das hat immer bedeutet, dass am Ende die Mietenbremse in Deutschland nicht allzu viel angerichtet hat. Du konntest natürlich auch Möbel und Stellplätze und Kellerabteile und alles mögliche separat ausweisen. Also Richtig schlimm ist die Mietenbremse in Deutschland mal nicht. Sie, also vor allem, sie hat vor allem die Leute betroffen, die Wohnungen eher mit alten Mietern gehabt haben, die dann ausgezogen sind, weil natürlich dann bei der Neuvermietung eben die Kappungsgrenze mit Preisspiegel plus 10% war. Aber äh, für Leute, die Wohnungen schon immer teuer vermietet haben, so wie ich, hat das reichlich wenig äh, Einfluss gehabt weil bei mir ja normalerweise schon die Vormitnehmer über Mietpreisspiegel plus 10% waren. Also in diesem Fall ist das natürlich gar nicht zur Anwendung gekommen. Die Volompscha hat da was Böses gemacht. Die Lampscher und ihre Linkspartei, ehemals oder Nachfolger der Partei der Kommunisten, nur zu Verständnis, woher die kommen, auch wenn sie sich heute nicht mehr kommunistische Partei nennen, aber sie sind es ja doch in irgendeiner Weise, hat folgendes gesagt. In Berlin werden die Mieten gedeckelt. Und dürfen nicht mehr erhöht werden, in ganz seltenen Fällen noch mit der Inflation. Sie werden eingefroren vom Stand vom 18. Juni 2019. Das wäre eine Sache, die man sagen kann, okay, du darfst für fünf Jahre die Mieten nicht erhöhen. Nicht angenehm. Tut weh. Vor allem, wenn du eben, gerade wie in Berlin, noch viele Altmieter hast mit niedrigen Mieten. Aber man kann das überstehen. Aber was man nicht mehr überstehen kann, ist was passiert ist, nämlich dass man gleichzeitig auch die Mieten deckelt, absolut, außer bei Neubauwohnungen, die nach 2014 gebaut wurden, wurde heißt der Mietendeckel, dass du bei Neuvermietungen grundsätzlich je nach Zustand und Lage und Ausstattung und Baujahr äh, irgendwo zwischen 4,50 Euro und 9,90 Euro die absolute Obergrenze ist. Die Obergrenze wurde dann auch noch etwas aufgeweicht, weil es noch immer dann noch gewisse weitere Zuschläge geben kann. Für Lage und äh, äh, Ausstattung, die eben äh, dazukommen noch, dann kann man das Ganze noch mit 1,2 multiplizieren, mal den sogenannten Wucherfaktor wurde schon politisch eben äh, so bezeichnet, so der richtige böse Kapitalist. Deswegen darf man noch eine Spur mehr verlangen, was schon bedeutet, dass du im Einzelfall sogar für manche Wohnungen in Berlin noch 12, 13 Euro auch nach dem Mietendeckel verlangen kannst, aber die müssen wirklich in einem hervorragenden Zustand sein. Aber für viele jetzt durchschnittliche Wohnungen, die die Leute so kaufen, also Nehmen wir es mal 60er, 70er Jahre Bau in einigermaßen ordentlichem Zustand, aber jetzt auch kein Luxus und keine energetische Sanierung und sonst etwas. Jetzt in einem mittleren Stadtteil, nicht unbedingt am Kurfürstendamm oder in Dahlem oder Zehlendorf, sondern jetzt meinetwegen in einem normalen Berliner Stadtteil. Komm, würde das bedeuten, dass du halt oft nur 7 oder 8 Euro pro Quadratmeter Miete verrechnen kannst. Was natürlich vor allem für kleine Wohnungen katastrophal ist, wo die Marktmiete oft bei 15, 16 Euro liegt. Aber selbst bei größeren Wohnungen, wo die Marktmiete bei 11, 12 Euro liegt, ist das natürlich ein deutlicher Ertragsentgang. Und das führt natürlich zwangsläufig dazu, hat dazu geführt, dass in Berlin mal die äh, Immobilienpreise aufgrund des Mietendeckels äh, um 10 bis 25 Prozent gefallen sind. Es gehört ja auch zum Mietendeckel noch eines dazu. Die Strafen, die die Mietpreisbremse sieht ja keine Strafen vor. Zwar die Notwendigkeit, das zurückzubezahlen, aber keine zusätzlichen Strafen. Der Mietendeckel sieht wohlgemerkt Strafen bis zu 500.000 Euro vor. Ort. Die werden zwar natürlich nicht im Erstfall und Einzelfall mal verhängt. Aber wenn man so das Strafausmaß sich anschaut, was es beispielsweise bei Airbnb-Vermietungen, die missbräuchlich oder äh, die geschehen sind, passiert ist, also die sogenannte Zweckentfremdung von Wohnraum, wie das in der Amtsdeutsch genannt wird, waren auch beispielsweise Strafen von 5.000 bis 6.000 Euro eher die Regel als die Ausnahme, deswegen kann man natürlich auch damit rechnen, dass die Strafen für die Verletzung des Mietendeckels auch in dieser Höhe liegt, also nicht ganz trivial und natürlich bei vorsätzlichen und mehrfachen Verstößen könnte es natürlich durchaus sein, dass die Strafen auch sicherlich auch in den fünfstelligen Bereich kommen, was natürlich doch eine wirklich harte Sache ist. Was auch noch dazu kommt beim Mietendeckel, was das noch etwas erschwert, ist, dass eben auch Möbel, du kannst ja durch Möbel nicht sagen, okay, die Miete ist beispielsweise jetzt äh, 8 Euro, aber dafür habe ich eine vollmöblierte Wohnung und die Möblierung kostet auch 3 Euro pro Quadratmeter. Auch das geht nicht, auch das wurde ausgeschlossen. Das heißt, die Geschichte ist richtig hart und bedeutet vor allem für Leute, die eben in der Vergangenheit noch nicht so... Äh, Uh, insbesondere für Leute, die in der Vergangenheit sehr niedrige Mieten gehabt haben, dass sie überhaupt keine Chance haben, irgendwas zu erhöhen, aber auch für Leute, die eben uh, vor allem kleine Wohnungen haben, die sind besonders betroffen und dass insgesamt halt die in Berlin, zumindest laut Gesetz, kaum mehr eine vernünftige Rendite zu erzielen ist, außer vielleicht in Spezialsituationen, das gibt es natürlich noch immer, es ist nicht, wird nicht immer so heiß gegessen wie gekocht, aber im Großen und Ganzen bedeutet es. Dass du, wenn du eben einigermaßen marktgerecht vermietest, das Gesetz verletzt und auch eben dich für Strafen offen machst von in erheblicher Höhe, plus Rückzahlungen an den Mieter. Und wenn man weiß, wie mieterfreundlich die Gerichte in Berlin sind, nämlich sehr, sehr mieterfreundlich, kann man sich auch vorstellen, wie dann die Gerichtsurteile ausfallen werden. Sicherlich nicht zum Wohle des Vermieters, sondern zum Wohle des Mieters ganz klar beiast. Und so etwas ist natürlich für Immobilieninvestoren. Recht. Ziemlich schrecklich. Jetzt hat, wie gesagt, auch am Ende zu, dazu geführt, dass die Immobilieninvestoren in Berlin in den Speckgürtel gegangen sind, wo die mittlerweile die Mieten teilweise höher sind als in Berlin. Gleichzeitig eben auch die Baufirmen aus Berlin gewisse Probleme gehabt haben, weil natürlich eben das Investitionsvolumen, die Investoren sind verschreckt durch solche Dinge zurückgegangen ist. Und das war natürlich ebenso nicht sehr hilfreich. Und äh, es ist klar, dass natürlich die nicht äh, der Linkskoalition, also Linke, äh, Grüne und Sozialisten oder SPD-Angehörigen, Parteien die CDU und die FDP, eine Klage angestrebt haben. Die haben vorgeworfen, dass das einerseits Berlin gar nicht das Recht dazu hat, weil es schon die Mietenbremse gibt, dass Berlin das gar nicht machen darf, dass das eine äh, willkürliche Eingriff in die Eigentumsrechte ist und vieles mehr. Und äh, haben deshalb eine Klage eingebracht, die vermutlich erst in Karlsruhe von den Verfassungsrichtern entschieden wird. Deswegen ist der Markt natürlich vollkommen Unsicherheit, weil wenn das Ganze durchgeht, dann wird es vielleicht noch einmal etwas hinuntergehen, dann stehen natürlich auch tatsächlich viele Rückzahlungen an und werden sich viele Mieter versuchen, ihre Miete zu senken. Auf der anderen Seite, wenn das eben Ganze fällt, dann können natürlich, wenn beispielsweise Mieter jetzt schon Rückforderungen gehabt haben und das Gesetz hält nicht, dann müssten die Mieter das wieder zurückzahlen. Also das wird auch einiges an Chaos verursachen und sowohl die Behörden als auch die Gerichte entsprechend überlasten. Aber, dass solche Dinge, eben vor allem harte Mietendeckel, führen zu einer totalen Verzerrung des Marktes. Und jetzt werden Sie, es gibt ja schon einige Themen, die sich abzeichnen in solchen Märkten. Das erste Thema ist natürlich das leere Wohnungen deutlich teurer sind als vermietete Wohnungen. Das ist ja auch in Wien so. Das heißt, eine Altbauwohnung, die vermietet ist, nach dem Mietrechtsgesetz in Wien, wo man nicht so viel bekommt, auch nur äh, je nach Lage 6, 7, 8 Euro, ah, äh, ist natürlich deutlich weniger wert, vor allem wenn sie unbefristet vermietet ist. Wenn sie in Österreich gibt, befristete Vermietung ja, in Deutschland leider nicht. In Österreich kannst du sagen, nach drei Jahren ist der Spuk zu Ende, aber in Deutschland ist die dann unbefristet vermietet, der Mieter kriegt nicht raus, das heißt eine leere Wohnung. In Berlin ist natürlich mehr Wert als eine vermietete und die Preisdifferenz ist nicht unerheblich. Das führt natürlich im nächsten Schritt dazu, dass sich eine Industrie bildet, die sich auf Entmietungen von Wohnungen spezialisiert. Weil natürlich, wenn du eine Wohnung verkaufen willst und das mit Mieter tust, ist das schwieriger als ohne Mieter. Du kriegst deutlich mehr. Jetzt ungefähr kannst du rechnen, dass bei guten Lagen sicherlich die Differenz zwischen einer vermieteten und einer leeren Wohnung vielleicht durchaus mal bei 1000, 1500 Euro pro Quadratmeter liegt. Weil mal, du hast eine 100-Quadratmeter-Wohnung, sind das doch 100 oder 150.000 Euro. Und deswegen bauen sich in solchen Situationen zwei Arten von Industrien auf. Die eine Industrie ist eine Industrie, die Leuten hilft, Mieter durch Zahlungen und psychologische Überredungskünste hinauszubekommen. Das heißt, dass man Leuten sagt, okay, wenn du die Wohnung aufgibst, dann kriegst du was auf die Hand, kriegst du Geld, musst natürlich versteuern. Aber wir zahlen dir eine sogenannte Ablöse, dass du ausziehst. Das ist grundsätzlich nicht illegal. Zumindest ist das bis jetzt noch nicht so hervorgekommen. Also du kannst natürlich Mieter, mit einem Mieter eine Vereinbarung treffen, dass du auszieht gegen entsprechende Gas. Oder du suchst mit eine Ersatzwohnung und zahlst ihm auch etwas. Und da bei solchen Summen lohnt sich schon so manches. Und das Zweite, was natürlich auch eine Folge der verfehlten Politik ist, dass in solchen Situationen natürlich auch der halb und illegale Bereich der Entmietung natürlich fröhliche Urstände feiert. Das heißt, dass man eben von Moskau in Kasso bis hin zu irgendwelchen seltsamen Baumaßnahmen und Einmietung von irgendwelchen äh, Trabble-Leuten, die Probleme erzeugen als Nachbarn, alles möglich versucht, um das, das Haus womöglich leer zu bekommen. Und die Wohnungen eben zu entmieten, um dann beim Verkauf mehrere Preise zu erzielen. Also eigentlich eine widersinnige Sache. Aber das passiert, wenn man eben versucht, in einen Markt derartig einzugreifen. Das nächste, was natürlich auch passieren wird, ist eine weitere Entwicklung, die sie auch in Österreich lange gegeben hat und auch bei Altmieterwohnungen natürlich manchmal noch gibt, nicht mehr in der scharfen Form, aber doch noch. In Österreich ist das natürlich, wie gesagt, da bei Altbauwohnungen mittlerweile fast nur noch befristete Mietverträge zur Anwendung kommen oder sehr häufig. Ist natürlich dieses Thema nicht so tragisch, weil natürlich das immer nach drei Jahren vorbei ist und dann ist die Wohnung wieder leer. Man kann sie leer verkaufen. In Deutschland geht das, wie gesagt, nicht. Deswegen wird das nächste Thema sein, eine Industrie der sogenannten Ablösezahlungen. Ablösezahlungen heißt, oder, was? wenn jetzt ein, jetzt eine Wohnung, Kurfürstendamm, die kannst du vermieten für 9 Euro. Mehr sieht das Gesetz beispielsweise nicht vor, so ein 60er, 70er Jahre Bau, der vielleicht jetzt auch von Ausstattung nicht perfekt ist, aber ideale Lage. Jetzt werden sich da natürlich mal 1000 Leute das haben wollen. Weil natürlich geile Lage, Kurfürstendamm und alles Mögliche, viel Kosten tut es auch nicht. Also werden viele Leute die Wohnung haben wollen. Jetzt ist nur die Frage, was passiert da? Jetzt muss irgendjemand mal die Zuteilung machen, wer die Wohnung bekommt. Und die Zuteilung kann eigentlich nur nach zwei oder drei Kriterien passieren. Die erste Zuteilungsvariante ist, dass der Mieter mit der absolut besten Bonität das bekommt. Das heißt Einkommensschwache Leute, Leute, die kein geregeltes Einkommen haben, die vielleicht noch jünger sind oder eben noch nicht den Dreckrekord haben oder Leute, die als Problemmieter bekannt sind, werden gar keine Wohnungen mehr bekommen, weil natürlich für jede Wohnung, die so günstig angeboten wird, werden sich zig Leute anstellen. Und der Vermieter wird sich natürlich in dieser misslichen Lage natürlich den herauswählen, der am wenigsten Troubles macht, die beste Bonität hat und so weiter. Das heißt, es werden paradoxerweise diskriminiert, vor allem eher einkommensschwache Leute, die kaum mehr an ein Geld, äh, in eine Wohnung kommen werden, weil eben sie verdrängt werden durch die Leute, die eben eine bessere Bonität haben und dann ausgewählt werden, vor allem in einem angespannten Markt wo die Nachfrage größer ist als das Angebot, ist das logisch, dass die Einkommensschwächeren dann verdrängt werden und eben nur die Einkommensstärkeren genommen werden, wenn das Angebot künstlich verknappt wird, was ja dadurch passiert. Und nächstes Thema, die zweite Möglichkeit, die ist zwar illegal, also ich kann euch nicht empfehlen, das ist in Österreich und in Deutschland illegal, ist das Kassieren von sogenannten Ablösezahlungen. Es gab ja schon in Deutschland unter Helmut Schmidt einmal so eine Situation und in Österreich auch, da war es dann üblich, wenn man halt eine Wohnung mieten wollte, die schön war, zu einem geringen Mietzins, dann hat man halt irgendwelche gebrauchten Möbel um damals 50 oder 100.000 D-Mark oder in Österreich um 500.000 Schilling eine Ablösezahlung geleistet, um an die Wohnung zu bekommen. wir werden sehen, wie sich das in Berlin entwickelt, aber zwar, ich bin mir sicher, dass zumindest in Einzelfällen sowas vorkommen wird. Und dann wird man sehen, wie viel davon der Makler kassiert, wie viel davon der Eigentümer kassiert. Ja. Die Leute, die einigermaßen intelligent sind, werden zumindest die Sache versteuern, weil sonst hätten sie nämlich zwei Problemfälle. Einerseits eben die illegale das illegale Kassieren von Ablösezahlungen und auch einen Steuerbetrug. Wenn sie das versteuern als As a Income oder als Beratungsdienstleistungen oder Ablösezahlungen, was auch immer, dann fällt der eine Punkt der Steuer natürlich weg, weil der ist trotz allem zu versteuern, egal ob es aus jetzt legalen oder nicht legalen Aktivitäten kommt. Aber ich bin mir auch sicher, dass sich eine derartige Struktur entwickeln wird, weil zwangsläufig was immer passiert, wenn ein zu kleines Angebot einer zu großen Nachfrage gegenübersteht und eben der Preismechanismus ausgeschalten wird, was ja in Berlin passiert, und dann ist es logisch, dass der Markt schon seinen Weg findet und einer der Wege ist eben die Sache der sogenannten Ablösezahlung. Und deswegen ist auch die politische Motivation sicherlich sehr fragwürdig. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Frau Lompscher beispielsweise durchaus gerne in einer günstigen Wohnung leben möchte, weil sie als Politikerin so unterbezahlt ist und gleichzeitig jetzt auch noch eben ihre äh, harte Arbeit den Aufsichtsratsgagen nochmal zurücküberweisen musste oder was auch immer, ja, weil sie ja schon als Abgeordnete so schmerzhaft unterbezahlt ist und so viel Arbeit hat in der Erstellung von so dummen Gesetzen. Deswegen braucht sie sicherlich eine adäquate Miete in sehr schöner Lage für 8 Euro oder 9 Euro im Quadratmeter. Also für sie ist das sicherlich sehr hilfreich. Sie wäre ja als Mieterin grundsätzlich sehr gut. Ein fixes Beamteneinkommen in großer Höhe. Ja, vielleicht sogar verbeamtet auf Lebenszeit. Das ist etwas, was sicherlich aus Vermieter-Sicht grundsätzlich gut ist. Auch wenn sie jetzt nicht die Verlumptscher als Person wäre, aber ihre, einige ihrer Kolleginnen wären wohl ideale Mietertypen. Und auf der anderen Seite kann es durchaus sein, dass das für Sie persönlich hilfreich ist, aber auch, auch so wenn du sagst, das Gentel, der Linkspartei sind ja Leute, die Einkommensschwach sind, sind ja nicht Leute, die am oberen Ende der sozialen Skala agieren und dass gerade diese Leute natürlich davon besonders leiden, weil sie gar keine Wohnung kassieren be bekommen können, ist dann irgendwie sehr fragwürdig. Solche Leute werden sich auch schwer tun, Ablösezahlungen leisten zu können oder Maklerüberprovisionen bezahlen können oder was auch immer. Gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, wie so etwas ablaufen kann. Und die Rechtsprechung hinkte immer hinterher, hinter dem Marktgeschehen, was eben passiert, um eben das Angebotsnachfrage-Dilemma zu lösen. Also das Zweite natürlich, wer auch ganz diskriminiert wird, sind natürlich auch Leute, die nach Berlin zuziehen, weil die werden natürlich auch deutlich mehr Schwierigkeiten haben, eine Wohnung zu bekommen und äh, das Angebot wird sich verknappen. Also das sind wirklich Effekte, die eigentlich sinnbefreit sind. Und das dritte, was natürlich auch der Fall ist, dass natürlich die Gebäude, Berlin war ja schon eine eher erblühende Stadt. Ich kann mich noch erinnern, vor 15, 20 Jahren war Berlin noch relativ grau. Aber es ist sehr viel investiert worden in, die, in der Hauptstadt, auch in der Immobilienbranche. Es ist sehr viel Geld hineingeflossen. Die Stadt hat sich wirklich nicht nur in der Clubbing-Szene, also bei Partys und ähnliches, sondern auch allgemein ist richtig, sagen wir so, aufgeblüht. Und natürlich, wenn man Immobilienbesitzer keine vernünftige Miete mehr kassieren können, werden sie auch weniger in die Gebäude investieren. Sagst, okay, ich mache das Gebäude schön, neu und ähnliches, und kann dann die Miete um 30 erhöhen, weil ich dann ein schönes Gebäude kann ich mir Miete kassieren, wenn Leute was investieren, weil das lohnt sich, gerade in Zeiten, wo das Geld eh weniger wert wird. Aber wenn es eben, egal was du machst, kaum mehr kassierst, oder irgendwelche Peanuts kassierst, werden eigentlich die Leute weniger in die Gebäudesubstanz investieren, das heißt, auch die anderen Themen, die doch eigentlich von der Politik gewollt werden, dass eigentlich die Stadt schön sein soll, dass eben die Stadt aufblühen soll, dass auch energetisch saniert werden sollen, ähnliches, wird natürlich zwangsläufig durch solche Maßnahmen entsprechend konterkariert. Also eigentlich eine durch und durch dumme Sache. Es bleibt zu hoffen, dass in Karlsruhe die Sache entsprechend äh, gekippt wird. Die Chancen darauf stehen gut, weil ja die Argumente mehrfach sind. Einerseits ist ja das Argument eben, dass Berlin gar nicht das Gesetzgebungsrecht dazu hat, weil das eben bereits von der Bundesgesetzgebung beschlossen wurde. Umgekehrt natürlich auch das... Ja, das Ganze ein wesentlicher Eingriff in die Eigentumsrechte ist, auch dass das Gesetz gewisse Formalfehler hat, weil Dinge rückwirkend gemacht werden, bevor das Gesetz beschlossen wurde. Auch da kann man sich sicherlich juristisch dranhängen. Die Frage ist, was die Karlsruher Richter entscheiden. Aber eines was euch auch klar sein muss: Das Thema Mitregulierung wird nicht weggehen. Selbst wenn Berlin gekippt wird, wenn Berlin nicht gekippt wird, ist klar, dass einige andere Städte auch sowas machen werden. Vielleicht nicht in der extremen Sache. Also Berlin war schon immer sehr kommunistisch und links. Also Stuttgart wird das vielleicht nicht so extrem machen, beispielsweise wie Berlin, ist ganz klar. Bei den Bremen erwarte ich auch, da sind die kommunistischen oder sozialistischen Bremer Stadtmusikanten seit Jahrzehnten dort. Dort wird sicherlich etwas Ähnliches passieren. Auch in einigen anderen sehr links angehauchten Städten kann ich mir das auch durchaus vorstellen. Vielleicht nicht in der Schärfe wie in Berlin, aber solche Dinge sind durchaus denkbar, wenn das in Karlsruhe durchgeht. Falls es in Karlsruhe nicht so einfach durchgeht, wenn sich aber trotzdem Politiker andere Maßnahmen überlegen, um eben unter Umständen eben Mieten geringer zu machen oder irgendwie zu Mietanstieg zu bremsen oder ähnliches, weil das ein leichtes politisches Thema ist. Es gibt so Themen wie den Benzinpreis oder den Mietpreis, wo man richtig auf die Trommeln hauen kann und sagen, die Mieten sind so teuer und Benzin ist so teuer und Sonntagsreden halten kann. Inwieweit ist eine politische Lüge, wenn du jetzt anschaust beispielsweise ich kann mich noch erinnern, wenn ich meine erste Wohnung in von dem Jahr 2000 habe ich damals zahlt 1000 DM, äh, äh netto sorry, 1000 DM warm hat das gekostet. Also 500 Euro. Und davon waren ungefähr 100 Betriebskosten und 400 war die Miete. Halt kostet zur Wohnung 500 Euro oder 520 Euro, also nicht allzu viel mehr für 20 Jahre. Die Betriebskosten haben sich deutlich mehr erhöht als die Mieten, beispielsweise. Und auch der Preisanstieg in vielen anderen Bereichen, sei es Essen, sei es Gastronomie, und ähnliches, war viel stärker. Als bei den Mieten, mit fairerweise der Ausnahme von Berlin und einigen anderen Städten in Berlin, war es wirklich extrem, aber beispielsweise in Frankfurt oder München oder Stuttgart oder auch in guten Lagen wie Berlin, wie Berlin-Charlottenburg oder Berlin-Zehlendorf, da sind die Mieten nicht so stark angestiegen wie viele andere Dinge. Es ist teilweise zumindest eine politische Lüge. Die Mieten sind auch viel weniger angestiegen als die Kaufpreise wohlgemerkt, aber es eignet sich natürlich gut dafür, Wählerfang zu betreiben und dann natürlich Immobilieninvestoren, Genauso wie andere Investoren in harte Assets durch die Gelddruckorgien natürlich tendenziell weiter profitieren, weil natürlich der Wert der harten Vermögenswerte in Zeiten von Nullzinspolitik und Geldentwertung steigt und auf der anderen Seite natürlich auch Schulden auch entwertet werden. Wird es natürlich klar sein, dass man versuchen wird, auch Immobilieninvestoren irgendwie zu melken. Und eine Möglichkeit dazu sind natürlich Steuern, wie beispielsweise um, dass du die Grundsteuer beispielsweise vom erhöhst und nachher vom Vermieter bezahlen lässt und nicht mehr auf die Mieter umlegen kannst, oder dass du beispielsweise eben Vermögensteuern einführst oder ähnliches. Es wird keine Zwangshypotheken geben, das glaube ich nicht. Das wird das Bankensystem kaputt machen. Aber mit der einen oder anderen, oder dass man die Abschreibungsmodalitäten verschlechtert, in Deutschland ist ja was Abschreibungen betrifft, Immobilien ein absolutes Paradies. Auch was Steuern betrifft, wenn man auf eine vermögensverwaltende Immobiliengesellschaft nach einer Abschreibung an 15 Steuer zahlt, das geht in wenigen Ländern. Also Deutschland ist da durchaus sehr, sehr positiv als Land, aber nichtsdestoweniger. Ich glaube, da kann einiges drohen und natürlich auch gewisse Limitationen, was man entsprechend an Miete verrechnen kann. Und ich glaube, es wird immer einen Wettbewerb geben zwischen dem Gesetzgeber, was er mal erlaub, was er sagt, versucht zu regulieren. Und dann natürlich der Immobilienbranche und guten Anwälten und Steuerberatern, die versuchen es werden zu umgehen. Und je nachdem, wie das Gesetz gestaltet ist, gibt es immer wieder neue Umgehungsmöglichkeiten. In Wien kann man ja das MRG auch umgehen durch Airbnb-Vermietung oder Sechs-Monats-Vermietung mit den entsprechenden Risiken fairerweise. Sie Airbnb-Vermieter haben natürlich jetzt beim Städtetourismus ist auf Null oder sehr, sehr gering. Die lecken jetzt alle ihre Wunden und schmeißen billige Altbauwohnungen auch manchmal auf den Markt sieht man, dass das etwas mehr geworden sind, aber nichtsdestoweniger, hier siehst du so, was die Zukunft, glaube ich, bringen wird. Also ich schätze schon, dass es etwas schlechter, was Steuern betrifft, sein wird. Genauso, dass es eine gewisse Regulierung geben wird. Aber auf jeden Fall einen Applaus an all, dass endlich die Volksamt zurückgetreten ist. Auch wenn es nur symbolhaft ist, weil das Gesetz ist ja weiterhin zumindest vorhanden, bis es in Karlsruhe hoffentlich gebrochen wird. Aber ich habe ja schon damals gewünscht, ich soll eine kommunistische Dienstreise, eine Dienstreise machen nach Havanna und Caracas, zum kommunistischen Wohnbau studieren zu können. Vielleicht übernachten auch in einem passenden einsturzgefährdeten Gebäude, wo man dann auch wirklich die Effekte von Kommunismus im Wohnungsbau sieht. Vielleicht wäre das Gebäude dann auch tatsächlich eingestürzt, dann hätte man vielleicht das jetzt auch live miterleben können, was das für gefährliche Effekte für eine Stadt hat, wenn das Gebäude einstürzt. Jetzt ist er dann im Ruhestand, wohl bezahlt vom deutschen Staat. Vielleicht hat sie dann die Lust und Muße, eine Urlaubsreise wenigstens in ihre geliebten kommunistischen Länder zu machen. Ich glaube zwar nicht. Sie will ja trotzdem gut leben. Und im Kommunismus lebt man nicht so gut. Sie will sie nur den anderen entsprechend aufoktroyieren. So. Jetzt vielleicht das waren mal ein paar Worte zu Mietregulierung, Mietendeckel, Mietenbremse und ähnliches. Übrigens, da ich schon sehr viele Fragen bekommen habe, es wird am ähm, zwei Wochen, am äh, ähm, Sonntag, den 16. August, ein, wieder ein Webinar zum Thema geben. Off-Market-Immobilien. Das heißt, da werde ich wieder viel über Immobilien sprechen, ein im Webinar. Unter anderem, habe ich aber jetzt doch jetzt schon mal zwölf Wohnungen innerhalb von drei Monaten. Die Urkunde gerade, sorry, vier Monate war es. Und bin noch an weiteren Dingen dran. Die sind alle off-Market gekommen. Auch das werde ich euch erzählen. Das waren alles gute Deals. Meistens so 5% Prozent Damit kann man schon noch ganz gut leben. Vor allem, wenn man der Bank unter 1% zahlt. Das ist dann schon ein ganz gutes Geschäft. Aber das kriegt man nicht auf Immoscout und will haben. Da muss man schon ein bisschen geschickter sein. Darüber werde ich auf jeden Fall im Webinar reden. Und natürlich auch so Themen wie Vermietung und so weiter. Das Webinar dauert doch immer einige Stunden. Da werde ich dann entsprechend darüber berichten. Und wer teilnehmen will, hier ist der Anmelde-Link auf Insta, auf uh, YouTube, auf Instagram. Gehen wir nachher auch nochmal ein. Jetzt werde ich dann natürlich auch wieder ein paar Fragen von euch beantworten. Vielleicht noch ein Thema auch kurz weil auch einige gefragt haben, ich mache auch Immobilienseminare, wo ich eben die Grundlagen erkläre, wie man entsprechende Wohnungen kauft, von der Picke auf, oder alles dazu lernst, weil ich sage mal so, Wohnungen kaufen musst du schon auskennen, es ist keine Immobilie gleich wie die andere und wenn du kein Wissen hast, da ist schnell mal Deppensteuer und wer an den Immobilienseminaren teilnehmen will, 15. August online, 5. 9. in Wien, wo auch mein Steuerberater sprechen wird, der Gernot Engel, Heavy-Metal-Fan mit Bart, den einige von euch schon erlebt haben, und dann am 3. Oktober in Manhattan, in Frankfurt. Wer daran teilnehmen will, kann sich gerne auch hier anmelden. Das wird auf jeden Fall, da erkläre ich dann alles im Detail, wie man eine Wohnung oder ein Mehrfamilienhaus kauft. Und jetzt am 16., wie gesagt, wie man Off-Market, dass man trotz der hohen Preise und trotz der großen Nachfrage an günstige Immobilien kommt und damit noch ein gutes Geschäft macht. Weil das mache ich auch die ganze Zeit. Ich muss ja schauen, dass ich mein vieles Geld auch investiere. Und das mache ich mit Freude. Und ich freue mich immer, wenn sich meine Sammlung erweitert. Und einer meiner Mitarbeiter hat schon gesagt am Telefon: Jetzt hast du wieder was gekauft. Jetzt hast du wieder ein Telefongrinser drauf. Das heißt, der hat schon gewusst, ich habe wieder ein gutes Geschäft gemacht. Jetzt gleich mal ein paar Fragen beantworten. Wie viel die Verfügbarkeit von Handwerkern Problem bei Fix und Flip? Ja, das ist teilweise wirklich ein Problem in Berlin derzeit weniger, weil in Berlin eben aufgrund des Mietendeckels die Bauaktivität etwas zurückgegangen ist. Aber Handwerker sind idealerweise brauchst du, brauchst du mehrere Teams von Handwerkern. Also ich habe so, ich habe insgesamt im Rhein-Main-Gebiet drei Teams von Handwerkern. Ich habe natürlich auch ein entsprechendes Portfolio, weil meistens ist so, bei Handwerkern ist er eine Zeit lang gut, dann wird er irgendwann frech und ruft Preise aus St. Moritz auf. Da muss man wieder einen was geben, dass der Wettbewerb belebt wird. Es ist wie bei Online-Marketern und IT-Lern dasselbe. Da muss man sich immer wieder. Ärgern an die Leute, auf den Boden der Realität zurückzukommen und sagen, wir sind nicht in Monaco, wir sind nicht in Gstaad und auch nicht in St. Moritz. Bitte deutsche oder österreichische Preise aufrufen und auch da nicht ja, in Gold vergoldet, sondern normal. Und deswegen brauchst du eigentlich mehrere Teams an Handwerkern ja. Und da musst du auch Handwerker immer kontrollieren. Auch das ist etwas, wo man genau dahinter sein muss. Reparaturen, Fotodokumentationen vor Ort vorbeischauen und ähnliches. Du brauchst gute Verträge. Also, also etwas, da muss man entsprechend dahinten. Ah, sein. Bei Aufmachen muss müssen die Renditen doch höher sein. Es kommt auf an, welche Stadt. Ich rede von Frankfurt, ich rede von Stuttgart, ich rede von Graz, ich rede von Wien. Also ich rede von reichen Städten. Die Marktrendite in Frankfurt ist bei zum Dreißigfachen der 3% Prozent, in Stuttgart auch. Ja. Also ich rede schon von Dingen, die sich gut rechnen. Und bei Immobilien ist jetzt nicht nur die Anfangsrendite entscheidend, sondern auch was du aus dem Haus machen kannst oder aus der Immobilie und wie das Steigerungspotenzial ist oder der Preis pro Quadratmeter. Also die Rendite kann auch sehr theoretisch sein, wenn du beispielsweise in Berlin jetzt kaufst eine, eine, so ein Mikro-Apartment, 20 Quadratmeter Erstvermietung für, äh, mit 400 Euro Miete, das sind die immerhin gleich 20 Euro äh, oder 500 sind 25 Euro pro Quadratmeter Miete, nur bei einer Neuvermietung kriegst du das nicht mehr, es ist sogar dann ganz gesetzlich gar nicht mehr erlaubt und für das Apartment zahlst du dann beispielsweise eben 7000 Euro im Quadratmeter, da hast du eine... Tendenziell schöne Mietrondite am Papier, aber der Einstiegspreis ist viel zu hoch. Und du musst natürlich im Immobiliengeschäft mehrere Dinge berücksichtigen. Eben nicht nur die Rondite, auch den Quadratmeterpreis, den Zustand, die Lage und vieles, vieles mehr. Ich kann auch jetzt off-market in Urgebiet zu 7% kaufen oder in Chemnitz zu 9, aber es ist eben Chemnitz ist halt nicht Frankfurt. Wie mir Hamburg gefällt gut, aber ich habe in Hamburg noch nichts. Wo ich in Graz gekauft habe, werde ich euch separat im Webinar erklären. Meld dich an. Ich habe nie gesagt, dass ich will, dass andere sterben. Nur die Tatsache ist, das ist falsch. Nur äh, eine Sache, die schon der Fall ist, wenn du eine Altmieterwohnung hast, ist es natürlich zwangsläufig so, dass natürlich durch den Tod das Mitverhältnis erlischt. Dass das ist, liegt in der Natur der Sache, genauso eben als Versicherung, wenn du eine Lebensversicherung betreibst oder eine Lebensversicherung investierst, lebt er auch davon, dass jemand eben dann verstirbt beispielsweise. Warum ist in Österreich so schwierig, Eigenbedarf zu beantragen? Weil die Gesetzeslage sehr schwammig ist und eben in Österreich eben eine Abwägung der Interessen des Vermieters und Mieters äh, zu beachten ist und es nur gerichtlich geht. Das ist einfach so. Das ist ein Gesetz so. Ich komme gerade vor wie in der Augsburger Puppenkiste. Ich weiß jetzt nicht, was du dazu meinst, aber... Vielleicht meinst du ein paar Kommentare? Der Great wird nicht kommen. Es wird auch nicht alles in eigenen Leute. Das wäre ein vollkommener Unfug. Ich habe euch gesagt die Risken und die Risken sind solche Dinge, die der Verlompscher macht, etwas eingeschränkter und etwas professioneller. Das sind die Risken. Und die Erhöhung der Steuern. Die Reduktion der Abschreibungsmöglichkeiten, du kannst die Abschreibung bei Immobilien, die Abschreibungsdauer verlängern, den Abschreibungsfaktor reduzieren, du kannst die Abschreibung von Zinsen teilweise limitieren, du kannst beispielsweise eben die Grundsteuer erhöhen und auf den Vermieter umlegen. Solche Dinge kannst du vielleicht machen. Das fällt nicht auf, das verstehen die Leute nicht, da kannst du abkassieren als Staat. Ist vielleicht ist durchaus äh, möglich. Malemos, in Mallorca wird sicherlich einiges zum Verkauf stehen, noch nicht sofort, aber Spanien ist vielleicht noch stärker betroffen als Italien. Jetzt mit diesen Reiselockdowns und Quarantäne in England und so weiter. Also die leiden wirklich sehr, sehr stark. Allerdings in Male Mitrecht für normales Mitrecht ist in Spanien scheiße. Dagegen ist selbst das Limitrecht von der Frau Lomp schon auch halbwegs okay. Du kriegst Leute, die nicht zahlen, nie mehr hinaus. Ist hier ist nicht schwer. Auch die Bauqualität und die Rechtslage ist sehr fragwürdig. Wenn du ferientechnisch vermieten willst, brauchst du natürlich entsprechende Konzession, sonst sind die Strafen sehr teuer. Also, du musst dich im Male auskennen, aber du wirst sicherlich einiges an Schnäppchen machen können, musst dich aber dort auskennen. Es rentiert sich zu kaufen, wenn du dich auskennst und wenn du weißt, wo du gute Immobilien herkommst. Wenn du auf Immo Scout schaust, nein. Ja, das hat sich mal vor 5, 6, 7 Jahren gerechnet. Gold wird weiter steigen, Geld wird entwertet. Bei Fahrbot bin ich dabei und überlege, ob ich meinen Sparplan erhöhen tatsächlich, das ist der Fall. Ja? Wenn ein Depot 15% Miese hat, was wird es zu tun? Jetzt schon nachkaufen und noch zuwarten, es kommt darauf an, was in deinem Depot drinnen ist, das müsste ich mir anschauen. Mein Onkel verkauft in halbert Altener, bekomme ich Provision? Nur zu Info, wer mir gute immobilien -Deals liefert, bekommt immer Provision, auch gute, also, ihr könnt's mich anschreiben. Mir entsprechend gute Immobilien liefern. Interessant sind vor allem eben Wohnungspakete, einzelne Wohnungen oder Mehrfamilienhäuser mit eher kleinen Wohnungen im Rhein-Main-Gebiet -Rhein in Stuttgart und Umgebung. Also die genauen Städte kann ich euch auch auflisten. Natürlich auch in Wien und Speckgürtel von Wien an den Graz und Umgebung und vielleicht noch in Linz. Ich sage jetzt mal die Städte, die in Frage kommen: Frankfurt, Stuttgart, Mannheim, Darmstadt, Karlsruhe. Heidelberg, Offenbach, Hanau mit Einschränkungen, äh, Darmstadt, Wiesbaden, Mainz, Bad Homburg, Kronberg. Ist alles interessant, wenn sich's gut rechnet. In Stuttgart natürlich auch Stuttgart, Ludwigsburg, Esslingen am Neckar, äh, Kornwestheim, ist auch alles interessant. Linz würde ich auch nicht unbedingt verneinen, wenn die Konditionen passen. Ebenso Graz. Und in Wien natürlich auch im Speckgürtel, St. Pölten beispielsweise, habe ich ja was gekauft, <laughs> würde ich vielleicht noch was dazu kaufen. Und natürlich auch im südlichen Speckgürtel, ganze Südbahn hinunter, auch vielleicht im südöstlichen Bereich, würde ich auch nicht unbedingt Nein sagen, vielleicht auch in Tullen und ähnliches. Also, wenn ihr solche Dinge habt, sich zahle gute Provisionen, schickt es mir zu. Und wenn ich den Deal mache, kriegt ihr eine Provision. Der hat in Frankfurt eine Wohnung gekauft, hat mein Fan das gebracht, der hat jetzt schon noch seine Provision bekommen. Und jetzt kommt das gleich mit dem nächsten Objekt. Das Tourback kommt schon. Das, wir bauen unser Geschäft jetzt aus. Wir werden auch beginnen, Immobilienfinanzierungen im anzubieten für Leute, die Immobilien kaufen wollen. Das ist eines unserer nächsten Projekte, aber bei, bei weitem nicht das Einzige. Und unser Geschäft wird noch weiter ausgebaut. Und dann wird auch genügend Geld vorhanden sein, eine Investmentbank dauer zu bauen oder zu kaufen. Gibt es eine dauer also, ob Stammheim so gut ist, ist nicht perfekt, aber wie gesagt, im Großraum Stuttgart bin ich nicht uninteressiert. Wiener Neustadt, unter Umständen ja. Hängt da wirklich von den Konditionen ab. In St. Pölten habe ich beispielsweise gekauft um 15 Euro pro Quadratmeter. Zwar etwas sanierungsbedürftig, aber sowas geht. Ja, wenn euch die Preise, Fantasiepreise sind oder die Lage ist scheiße ist, sage ich bitte nein, danke. Ja, bitte nicht einfach nur Immuscode aus Inserate schicken, sondern schon Dinge, die wirklich eben interessant sind. Immoscout kann ich selbst schon. Ja, also jemand, der mir Infos in ins Rad schickt, keine Provision, weil sorry, das ist öffentliche Information. Wieso ich nichts in New York kaufe, weil es zu weit weg ist? Ja, Immobilien sind auch ein lokales Geschäft, wo du einerseits schnell sein musst, mal ins Flugzeug setzen äh, kannst, auch wenn es wirklich ein größeres Problem gibt, musst du auch mal vor Ort sein, du musst auch mal Handwerker kontrollieren. Und New York ist doch, man jetzt kann man gar nicht einreisen, aber auch sonst sind es neun Flugstunden entfernt. Wenn ich jetzt da ich ja nur Business fliege oder First. Kostet allein das Flugticket, wenn es mal kurzfristig buchst, 5000 Euro, die Handyrechnung kostet nochmal 1000 Euro, das Hotel in New York kostet auch nochmal fünf Sterne, Hotel in New York ist auch nicht ganz billig, das heißt, jede Reise kostet mal 10.000, 12.000 Euro, locker. Und das bedeutet natürlich auch, dass die äh, da muss schon richtig viel Geld investiert werden in New York, dass sich das lohnt und gleichzeitig ist natürlich auch weit weg. Also in Immobilien in Mailand geht genauso, das ist auch relativ nah noch, da kann man auch hinfliegen und alle deutschen Städte genauso. Und wenn du in Osteuropa dich auskennst, kannst du auch dorthin fahren oder hinfliegen, aber Long Distance ist etwas schwierig. Mehrfamilienhaus aufteilen Aufteilen, Eingenommenswohnungen. Muss ich anschauen, ob es sich rechnet. Grundsätzlich ja. Du musst nur aufpassen auf zwei Dinge. Wenn du das machst, bist du schnell ein gewerblicher Immobilienhändler mit entsprechenden Steuerfolgen. Mehr dazu dann auch beim Immobilienseminar. Dazu ist das Webinar reicht die Zeit nicht. Und das zweite ist, du musst auch aufpassen, auf, so in Deutschland gibt es mittlerweile erhebliche Limitationen, speziell in Berlin, aber auch in Frankfurt, sogenannte Gestaltungssatzungen, einen Milieuschutz, die die Aufteilung von Wohnungen in Wohneigentum erschweren. 90 Quadratmeter Mälz wäre zu groß, die Wohnung. In Land werde ich weiter zukaufen, ja. Gold ist über 2000 Dollar, ja. Wundert mich nicht. Wie machst du das mit deiner Streuung? Da immer so ein Vorortpräsenz. In Frankfurt bin ich eh sehr oft, weil ich in Frankfurt auch sehr viele Seminare habe. Da bin ich ja sehr häufig in Frankfurt und auch viele Investmentbänke im Geschäft. Wien, Frankfurt fliege ich sehr oft. Und von Frankfurt nach Stuttgart ist gerade eine Stunde, zehn Minuten mit dem ICE. Das ist auch nicht allzu weit. Nach Wiesbaden ist von Frankfurt mit Taxi 30 Minuten. Nach Offenbach 20 Minuten. Also, das so zur so Vorortpräsenz. Ich sage immer, mein Hätten ist meine zweite Heimat. Und in Wien bin ich ja vor Ort. Und in Graz bin ich in der Steiermark, habe ich auch immer viel Geschäft gehabt. Die Steiermark war für mich geschäftlich sogar viel interessanter, interessanterweise als Wien. Ich meine, der größte Platz war Frankfurt immer, aber interessanterweise war die Steiermark für mich geschäftlich immer sehr, sehr fruchtbar. Und ich habe dort gute Geschäfte gemacht immer. Und deswegen bin ich auch regelmäßig dort. Das geht dann schon. Und zur Not schicke ich halt jemanden mal runter. Im aktien beides. Nicht eines davon beides. Auch in Ostdeutschland kannst du Geschäfte machen, aber du musst dich natürlich auskennen. Ab vor ein paar Monaten gekauft, jetzt verkaufen? Nein. Außer du brauchst dringend Geld. Gold behältst dein Portfolio. Ja. Also das Immobilienseminar, was ich auch vorher erwähnt habe, ist für Einsteiger. Das ist, es gibt ja zwei Arten von Immobilienseminaren. Zina, das eine ist das Immobilienbasisseminar, wo du lernst, wenn du eine Wohnung oder ein Mehrfamilienhaus kaufst. Wir posten noch einmal den Link. Da ist, äh, äh, lernst du alles von der Analyse der Makrolage, der Mikrolage, der Berechnung, der Zustandsüberprüfung der Wohnung, des Hauses und so weiter bis hin zur Finanzierung, zur Beurkundung, zur Vermietung. Das ist das Immobilienbasisseminar. Und dann gibt es auch noch ein zweitägiges Immobilienprofiseminar das dann auf dem Immobilienbasisseminar aufbaut, wo wir dann Themen wie Immobilienentwicklung, äh, alternative Finanzierungsformen wie Crowdfunding oder äh, Kapitalpartner oder Mezzaninkapital besprechen, wie man dann natürlich auch bespricht, entsprechend komplexe Steuerstrukturen für Immobilien, äh, das Thema Off-Market-Immobilien noch im größeren Detail, äh, Gewerbeimmobilien, Airbnb-Vermietung und viele andere Spezialthemen. Die eben dann für Profis gedacht sind, genauso wie Grundstücksgesellschaften, Optionsgeschäfte, Vorwartgeschäfte und so weiter. Also die Immobilienbasis haben erreicht, dass du dir mal deine ersten hässlichen kleinen Löcher kaufen kannst und dass du möglichst wenig Deppensteuer bezahlst. Deppensteuer, die ich am Anfang ordentlich gezahlt habe. Verfahren zur Werteermittlung ja, ist ganz einfach. Ich schaue immer auf Immo karten und Immo und will haben und schaue, was da angeboten wird. Und da machst du einen 5- bis zehn prozentigen Abschlag. Ungefähr. Vom Quadratmeterpreis und siehst du ungefähr, was die realistischen Quadratmeterpreise beim Kauf sind und bei der Miete. Da kriegst du ein Gespür für den Markt. Diese Plattformen lügen nicht. Natürlich wird immer ein bisschen mehr aufgerufen, als dann beurkundet wird. Aber am Ende kriegst du, siehst du, was realistisch ist zu verkaufen und zu vermieten. Mach in jeder Stadt. Auch wenn ich mir heute wieder ein Objekt angeschaut habe, was mein Makler angeboten hat, genau dasselbe. Warum die Wohnungen nicht auf Zimmerbasis an junge Studenten vermieten? Man bekommt einen höheren Mietpreis pro Quadratmeter trotz höherer Verwaltung. Muss ich anschauen. Es kann bei manchen Wohnungen tatsächlich Sinn machen. Ich habe auch Studenten-WGs. Du brauchst nur dort jemanden, einen, der eben die Haftung dafür übernimmt, weil sonst dreht sich einer auf den anderen aus. Es muss nicht auch die Wohnung passen, weil da brauchst du getrennt begehbare Zimmer. Nicht jede Wohnung hat das. Auch nicht jede Wohnung hat die passende Größe. Also ich habe auch beispielsweise in Stuttgart habe ich Studenten-WGs sogar mehrere. Also, ich sage dazu nicht nein. Aber es zahlen auch nicht immer die Studenten-WGs so viel unbedingt mehr. Muss man im Einzelfall sich, wie gesagt, anschauen. Wieso ist Fraport so gefallen? Die ganze Reisebranche ist gefallen, weil sich die Erholung des Luftverkehrs etwas komplexer darstellt und als ursprünglich erwartet wurde. Die Airlines verzögern ihre Expansionsprobleme. Vor allem, was die globalen Reisen betrifft, also die internet reisen das doch ein wesentlicher und wichtiger Teil des Luftverkehrs ist, und gleichzeitig eben das Wiederaufflammen der Corona-Epidemie auch in Europa und so weiter, scheint, dass eben doch das Fliegen nicht so schnell zurückkehren wird, oder nicht so intensiv wie gedacht. Ich glaube, es wird in ein paar Jahren wieder zurückkommen, aber nicht so schnell. Wenn du am 3.10. Christian keine Zeit hast, wir posten jetzt noch einmal, Kannst du auch am 15.08. das Seminar online besuchen? Da mache ich es online für die, die eben vor Ort nicht kommen können oder auch wollen wegen Corona. Und am 5.9. auch in Wien. Frankfurt, Wien ist immer geflogen werden. Schließfach, goldene Schließfach und Belein, nein. Nichts im Schließfach. Wenn du es brauchst, ist die Bank zu deppensteuert. Da habe ich so viel zahlt. Von Verwaltungsthemen bis schlechten Mietern, bis hin zu Wasserdruck und Strom, den ich nicht gesehen habe, alte Stromleitungen. Also Deppensteuer habe ich auch mass bezahlt. Darüber werde ich auch beim Immobilienseminar und auch im Webinar sehr viel erklären. Tabakaktie, ich meine, es ist eine Frage der Ethik, ob du in sowas investieren willst, aber Tabakaktionen sind relativ stabil. Süchtig machendes Produkt und auch wenn langfristig der Trend Tendenz nach unten geht, es scheint auch nicht wegzugehen. Es erscheinen sich jetzt eben die klassische Zigarette, scheint geringer zu werden. weil dafür gibt es eben Ersatzprodukte wie Shisha und äh, E-Zigaretten und Tabakerhitzer und äh, Snooze und was da alles gibt, wo eben die Leute Tabak auf andere Formen konsumieren und die Tabakindustrie wird nicht so schnell verschwinden. Ja. Denn auch ein, wir es mal, ein sehr sticky Customer Base, um es so zu nennen, ja. Weingut, da muss ich mit Weingut auskennen, ein Weingutliebhaber sein und das auch bewirtschaften. Spannend wird, wenn im Oktober die US Airlines Leute kündigen dürfen. Ich rechne mit einem weiteren Drop. Wie siehst du das? Na, die Airlines allein, dass die Leute kündigen, wissen sie jetzt schon. Es geht ja darum, wie gesagt, man hat sich, die Airlines haben sich etwas erwartet, dass der Luftverkehr weil auf globaler Basis schneller zurückkehrt und das dürfte etwas langsamer gehen als gedacht. Ob ich jemanden habe, der 6 Millionen investieren will, also ich kenne schon Leute, die das tun, wenn du da wirklich etwas brauchst, ich meine, entsprechend trecker hast, dass man das Geld beschaffen kann, ja, dann kann ich kon kontaktiere mich. Das Standardseminar kostet 1000 Euro, das ist richtig, das normale Mobilenseminar, das einen ganzen Tag ist eine ganzen Tages inklusive Abendveranstaltung und das Webinar ist hier am 16. August um 20 Uhr, dauert ca. 2, zwei, zweieinhalb Stunden, das kostet 49. Das Seminar ist dann ganz zügig, das geht um 10 Uhr los und endet erst um 23 Uhr. Der Livestream liked sicher nicht, sondern es müsste den Internet legen. Wie sich die Zinsen in Zukunft entwickeln werden. Also die Zinsen sehe ich weiterhin extremst niedrig. Ich glaube, die Zinsen... Es können sich die Zentralbanken nicht leisten, die Zinsen zu erhöhen, weil dann werden alle pleite. Und zwar aus zwei Gründen. Nummer eins, viele Staaten und Unternehmen können dann ihre Schulden nicht mehr bezahlen, weil die Zinsen so hoch sind. Das zweite Thema ist, wenn die Zinsen fallen, steigen massiv, kollabieren die Assetmärkte. Und zwar alle. Dann kollabieren die Märkte, die Börsen, die Anleihenmärkte, die Aktienmärkte, die Märkte für Kunst, Oldtimer, Private Equity Beteiligung und so weiter. Und da ist dann ein Asset Meltdown. Das will niemand. Aber was die Immobilienbranche schon treffen kann, das sage ich auch dazu, dass eben nicht die Zinsen der EZB steigen, sondern jetzt Risikoaufschläge der Banken und dass dadurch das Geld teurer wird und dann dadurch natürlich auch die Immobilienpreise etwas fallen. Sie werden nicht unendlich fallen für Wohnimmobilien, weil eben das Geld entwertet wird, aber das kann schon dazu führen, dass es der Markt temporär etwas fällt in St. Wölten ist nicht Pampa, das ist durchaus Speckgürtel. Es ist ja so, dass auch grund der Corona-Krise in Homeoffice Speckgürtel eher profitieren. Und ich habe in St. Wölten gerade gekauft, in der Josefstraße. Die Wohnung wird gerade saniert. Wer vorbeischauen will oder sie mieten will, in circa einem Monat ist sie zu vermieten. In der Josefstraße 42 bis 44, eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Wenn Sie das mieten wollt, bitte meldet euch bei mir, sie ist dann neu saniert. Ich muss Dresden, aber ich keine werde ich jetzt auch keine kaufen. Wie viel Prozent der besichtigten Wohnung kaufst du dann? Auch mittlerweile relativ viel, weil ich schon ziemlich genau weiß. Also bevor ich überhaupt besichtige, weiß ich schon, was ich besichtige. In dem Fall würde ich sagen so 40-50 Prozent. Das war früher weniger, eher 10 Prozent. Weil wenn du mir heute die Eckdaten, ich schau mal vor die Eckdaten an, bevor ich mir die Mühe mache, sie zu besichtigen, und dann weiß ich meistens eh, was Sache ist schon. Aber das ist meine Erfahrung wo der Aktienmarkt in fünf Jahren steht, mit großer Wahrscheinlichkeit höher, aber hundertprozentig nicht. Das hängt einerseits davon ab, eben ob jetzt irgendwelche, vor allem in Amerika, wie sich das politische Umfeld entwickelt und natürlich auch, äh, ob es irgendwelche schweren Wirtschaftsverwerfungen in der Zwischenzeit gibt. Ich meine, wenn sich die Corona-Krise wiederholt, wenn auch die Börsen weiter eher in die Höhe gehen, auch beim beiden. Ja? 27 Quadratmeter, top saniert, zu klein für eine Vermietung. Nein, wenn du nicht willst, gib's mir. So in die alle Größe, auch 25 Quadratmeter. Ich habe viele solche Wohnungen. Höchst ertragreich. Kleine Löcher. Je kleiner, desto besser. 22, 25, 27 Quadratmeter jederzeit. Selbstgenutzte Immobilien, davon halte ich nichts. Zum Miete wohnen und Immobilien als Geldanlage kaufen. In Immobilien habe ich jetzt über 200 Wohnungen? Mit der Träger über 1,3 Millionen netto. Die großkotzigen Piloten wohnen bald im Wohnwagen und ihr Haus wird die Stäbchen versteigert. Also, es werden nicht alle im Wohnwagen leben, es werden andere andere Jobs haben, aber es werden sicherlich in diesen Bereichen, in Krisenbereichen, wo Leute ihre Jobs verloren haben oder schlechter bezahlte Jobs bekommen oder Probleme haben, wird es den einen oder anderen Notverkauf geben oder günstigeren verkaufen, da muss man natürlich mit Schnappi-Schnappi zuschlagen. Und das ist in jeder Wirtschaftskrise so, wenn halt Leute ein Geld brauchen. Wobei viele Leute brauchen kein Geld, das hat man auch in Felden gesehen. Also Geld ist reichlich vorhanden. Die Plätze waren voll. Auch viele Leute haben ja nach der Corona-Zeit auch weltweit da war auch nicht unterschätzen, viel gespart, weil sie eben plötzlich auch nichts mehr ausgeben konnten. Keine Trip in die Shopping Mall. Ich habe viele auch was online gekauft, aber trotzdem die Shopping-Mall haben sie oft mehr ausgegeben. Keine Partynächte, wo dann in Clubsteuer versoffen wurde. Ja, also ist auch viel weniger ausgegeben worden. Das heißt, Leute haben auch relativ hohe Ersparnis in der Corona-Krise teilweise aufgebaut. Aber individuelle Fälle gibt es natürlich schon, wo es wirtschaftlich griselt. Und das sind immer Fälle, wenn jemand Geld braucht, muss man bereit sein, hilfreich zu sein und das Geld zur Verfügung zu stellen im Tausch gegen die Assets. Ja, Felden ist selbst noch keine Pampa, aber Tourismus in ist in Felden zu kurz, und wenn du nicht wirklich direkt am See liegst, sinken die Immobilienpreise recht dramatisch sogar. sind so ins Felden ist zwei Monate. Du siehst ja jünger als auf YouTube, ja, vielleicht liegt es in der Belichtung, aber mein Alter ändert sich nicht, ich werde heuer 45. Aber, ich gehe ja viel wandern, auch in Zell am See werde ich viel wandern gehen, das hält fit. War ja erst wieder, wie ihr gesehen habt, auch in der Scherlach Schlucht war auch sehr schöne Wanderung. In Kärnten haben wir auch viel bewegt. Das ist wichtig. Ob ich Thesoriere oder Ausschüttende, die kaufe, eher Thesoriere, sogar bei Ausschüttenden hast teilweise eben Probleme mit den Steuern. Das sogenannte Wissholding-Text ist teilweise, gibt es recht mühsam ist zurückzuholen. Hunde auch fit, ja. Du wirst lachen, aber Hunde halten tatsächlich fit und sind auch eine gute Bereicherung für ein Büro. Wir haben ja einen Bürohund und Hunde zwingen dich zum Gehen. Ja, definitiv. Ich bin nicht verheiratet und ich werde niemals heiraten. Und ich werde auch bald, das sage ich auch auf YouTube und dann auch auf, äh, bei Academy, einen Kurs machen, wie man idealerweise nicht, wenn man heiratet, wie man guten Ehevertrag macht, die Dummheiten der Ehe und wie man vor allem bei der Scheidung nicht den Kürzeren zieht. Da habe ich eine Case Study, die werde ich dann auch entsprechend präsentieren. Aber ich kann nur sagen, nicht heiraten, keine eheähnliche Gemeinschaft. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich habe einen Sohn, den ich heiß liebe. Für die, die mir auf Instagram folgen, werden sie auch die Bilder gesehen haben. Aber David hat viel Spaß gehabt. Und deswegen muss ich nicht heiraten. Heirat ist eigentlich nur ein Rechtsakt, der eben eigentlich eine Umverteilung ist, also fast eine kommunistische oder sozialistische Angewohnheit, nämlich indem der, der weniger hat, der Lebenspartner, äh, eben von dem, der mehr hat, plötzlich Ansprüche hat. Und ich sehe zum Beispiel nicht ein, ja, wenn ich jetzt habe, ja, ich würde heiraten oder eine Beziehung haben und plötzlich ist dann der Anspruch, ja nur weil ich fürs Gas fliege, soll jetzt dann die Partnerin auch fürs Gas fliegen oder weil ich halt einen teuren Wagen habe, soll sie auch über einen teuren Wagen haben, aus welchem Grund? Sie wird das nie verdienen nehmen, eben möglich. Und ich habe es halt verdient. Und das ist genau das, wo die Ungerechtigkeit herrscht, was eigentlich sinnbefreit ist. Und das zweite Thema, was auch sinnbefreit ist, ist natürlich, dass du oft verschiedene Dinge vermischt in einer Partnerschaft, die oft nicht funktionieren können weil wenn du eine Familie hast, ist ja auch eine Kinder ist eine Verantwortung. Scheidungskinder, die leiden sehr stark. Und wenn du jetzt beispielsweise sagst eben, du hast ein, eine Partnerschaft, gibt's ja drei Themen davon. Das eine ist eben die, wenn man gemeinsame Interessen, dass man Spaß an der Beziehung hat. Das zweite ist die sexuelle Befriedigung und das dritte Thema ist eben gute Mutter oder guter Elternteil für die Kinder zu sein. Alle drei Dinge sind komplett unterschiedlich äh, in der äh, Fähigkeitenstruktur und deswegen ja, das passt selten zusammen. Deswegen ist auch die Scheidungsrate so hoch. Und wenn du jetzt ein Eigenheim hast, kannst es durchaus sein, dass du nicht mehr drin leben darfst, aber noch immer die Schulden dafür zahlst. Deswegen niemals ein Eigenheim, wenn du heiratest. Blem, 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 blem. Ja. Wohne zur Miete. Und wenn du schon heiratest, bitte trenne die Wohnungen, die Immobilien als vorheriges Vermögen ab. Jetzt aber nochmal zum Thema Immobilien. Ich habe 2019 drei Wohnungen verkauft, davon keine drei, ist die magische Grenze. Jein, ja, grundsätzlich stimmt das, aber es gibt gewisse Ausnahmen. Das ist dann die Gefahr, dass du sonst in Deutschland gewerbliche Immobilienhändler wirst und dann eben plötzlich Gewerbesteuer bezahlst. Das ist sehr gefährlich. Aber die drei Wohnungen innerhalb von fünf Jahren sollten gerade noch gehen unter gewissen Auflagen, dass du beispielsweise kein Bauträger bist. Übrigens auch in Österreich als Privatperson fix und flip zu oft zu machen, führt dich auch zum gewerblichen Immobilienhändler mit entsprechenden steuerlichen Nachteilen. Mehr dafür zu dann natürlich auch im Webinar am 16.08. Mehrfamilienhaus bauen ist besser als einzelne Wohnungen kaufen. Kann durchaus sein, wenn du gute Baufirmen hast und die Erfahrung beim Bauen, da brauchst du entsprechende Erfahrung und natürlich auch den Zugriff zu vernünftigen Baugründen. Also die Aussage kann ich nicht immer revidieren. Ich meine, das ist ja ganz anders. Es kostet viel mehr Zeit, etwas zu bauen. Da hast du natürlich auch einen ganz anderen Zeithorizont. Und äh, gleichzeitig äh, bei Wohnungen kannst du, halt, der Vorteil von einzelnen Wohnungen ist, dass du öfter Schnäppchen machen kannst. Schon bei Mehrfamilienhäusern oder komplexeren Themen sind die, die Gegenparty meistens professioneller, die Counterparty. Gleichzeitig sind oft auch Banken involviert oder Steuerberater. Und da gibt es auch oft mehr Bieter. Während bei einzelnen Wohnungen kann es halt schnell mal sein, dass du ein Schnäppchen machst, wo der Verkäufer sich nicht auskennt, schneller Geld braucht. Das ist bei bei Mehrfamilienhäusern geht das seltener als bei einzelnen Wohnungen. Da machst du oft bessere Schnäppchen. Ja? Und dein Vermögen ist auch etwas liquider oder besser gesagt sowohl liquider als auch besser gestreut. Und wenn du einmal was verkaufen willst, musst du nicht einen großen Teil verkaufen, ein ganzes Haus, sondern du verkaufst du mal ein oder zwei Wohnungen und trotzdem hast du Geld und trotzdem ändert sich nicht viel. Wohnungen verkaufen, die nicht im Mietpool besitzen? Nichts. Das macht keinen Sinn. Das würde ich nicht machen. Miete wird immer direkt auf mein Konto überwiesen. Wie viel Kilometer im Umkreis von Stuttgart ist Pampa? Also das Beginn ist doch relativ früh auch. Ich meine, Stuttgart muss ich wirklich genau anschauen, weil es auch viele Hügel und so weiter gibt. Das gibt es in verschiedenen Himmelsrichtungen etwas anders. Aber die Städte, die ich euch genannt habe, wären jetzt keine Pampa, unter anderem Esslingen an Neckar, Ludwigsburg, Kornwestheim beispielsweise. Übrigens nochmal, wer Wohnungen in Stuttgart hat oder Mehrfamilienhäuser, ich bin durchaus interessiert. Wie viel Stunden ich in der Arbeit gelernt habe? Ziemlich viel. Bist du ein Freund von hohen Nein. Außer du hast teure Altkredite mit Sondertilgungsrecht, wo du noch 3, 4% Zinsen zahlst, dann ja. Aber ansonsten behalte dein Eigenkapital für weitere Investitionen. Sondertilgungen macht gerade in Zeiten der Geldentwicklung wenig Sinn. Wie gesagt, außer du alte, teure Kredite mit hohen Zinsen. Ja ein reiches Wesen, wie kommen wir zum Acht und Reichtum? Wie man zu Reichtum kommt, lehre ich euch bei der Western Academy meinen Seminaren und Webinaren, oder zumindest zum Wohlstand, indem man unter anderem Immobilien kauft und Aktien Aktienbeteiligungen, indem man unternehmerisch tätig wird, indem man nicht so viele Steuern bezahlt auf legale Weise durch Holdingstrukturen und äh, das Vermögen in Firmen lassen und auch reinvestieren und nicht kurz verkonsumieren. Damit kannst du finanziell frei und wohlbestellt sein. Für Reichtum brauchst du noch ein bisschen mehr. Die Frage ist auch, was du als Reichtum definierst. Ich meine, es gibt Leute, die sagen, ich bin reich. Es wird andere Leute sagen geben, die sagen, ich bin arm. Das hängt immer davon ab, aus welcher Perspektive du siehst. Ja. Also. Ist auch recht relativ, aber es gibt nämlich absolute Definitionen, sowohl eben, dass du von deinem Erträgen deines Vermögens leben kannst, dass du eben noch die Überschüsse daraus erzielst, als auch absolute Definitionen, wie beispielsweise eben, äh, Dezimillionär oder Alter High die Virtual, das sind auch private Banking Terms. Erbpacht, kann ich auch noch ein Wort dazu sagen, Instagram wird gleich Schluss machen, weil jetzt auch die Stunde vorbei ist, aber noch dein letztes Wort zu Erbacht. Erbacht ist in dem Prinzip Grundstücke, wo eben das Grundstück selbst beispielsweise einer Stiftung gehört oder dem Grundstückseigentümer und du nur ein Recht hast, dort ein sogenanntes Baurecht, dass du dort ein Gebäude hast und dann zahlst du eine sogenannte Erbpachtzins oder Pachtzins an den Grundstückseigentümer und je nachdem wie lang die Laufzeit ist und des Erbpachtvertrages, ob die nur 20, 30 Jahre ist oder 100 oder 200 Jahre und was am Ende der Laufzeit geschieht und wie hoch eben auch die Höhe der Erbpacht ist, ist die Immobilie mehr oder weniger wert. Also kurze Erbpachtverträge mit hohem Pachtzins sind ziemlich unattraktiv, wenn der Vertrag sehr lange ist und 100 Jahre und gleichzeitig der Pachtzins niedrig, kann man es im Einzelfall machen, muss aber das auch den Pachtzins natürlich einberechnen. Banken finanzieren so etwas auch durchaus, also es geht möglich, aber bitte mit Vorsicht. Instagram sagt die Zeit ist aus, ich bedanke mich für eure vielen, vielen Fragen zum Immobilien, ich werde mich bald wieder mit einem Live-Update melden. Vielleicht dann auch aus Zell am See von der Wanderung. Und ich wünsche euch einen erfolgreichen Abend und viel Erfolg bei Immobilien. Und freue mich auch, wenn ich viele von euch dann wieder im nächsten Livestream beim MWNA sehe. Alles Gute! Have fun!